Die neue Electribe 2 ist da. Und was die Music Production Station von Cork kann, das erfahrt ihr gleich. Also dranbleiben. Herzlich willkommen zu MusiTalk, dem Music- und Sound-Production-Podcast aus Berlin. Hallo und herzlich willkommen bei MusiTalk. Angecheckt, ich bin Don Eric und heute habe ich den Mick in der Leitung. Hallo Mick. Hi. Du hast sie da, die Electribe 2 von Cork. Und auch gerade für ein bekanntes Online-Magazin Amazona.de getestet. Und du machst auch noch das Syn-Magazin. Ja, im Syn-Mag wird natürlich auch noch ein Artikel erscheinen, aber Papier braucht länger. Genau, und wir sind ja ganz schnell und ich bin froh, dass du dir nochmal die Zeit genommen hast, bevor das Gerät zurückschicken musst, uns mal zu erklären, warum das eine geile Maschine ist und was die anders kann oder besser macht als der Vorgänger. Oder vielleicht vermisst ihr auch die eine oder andere Sache. Ja, da gibt es einiges. Also die Vorgänge stehen hier. Mhm. Das ist die MX und dahinter in wahrscheinlich kaum noch zu erkennen ist die SX, also die rote. Die SX ist ja der Sampler und es wird auch von den Electribes ein Electribe Sampler kommen. Der wird von der Bedienung sehr, sehr ähnlich. Er sieht auch genauso aus. Diesmal wirklich genauso, nur in schwarz. Die ist ja grau. Wird also sozusagen in der Synthese und der Bedienung ähnlich sein. Ansonsten, also von dem Sequencer her, kann man das also auf jeden Fall übertragen. Jetzt ist der größte Unterschied, den ich sofort gesehen habe als Nicht-Electribe-User, ist die Größenverhältnisse. Leg doch mal dein Syn-Magazin da drüber, dass wir mal sehen, dass das doch schon deutlich kleiner ist als die Vorläufer. Ne? Ja, ich lege es mal wirklich drüber. Genau. So. Das ist eine DIN A4. Es ist etwas gestaucht gegenüber einem DIN A4. Mhm. So. Und ich kann auch mal kurz zum Vergleich versuchen, die Seite, also die alte Electribe MX, hier so anzulegen. Die ist nämlich deutlich größer. Also wenn ich die jetzt hier so drüber halte, ist das schon deutlich mehr. Ich würde sagen, ist so ein Drittel verkleinert worden. Also, und das liegt auch daran, das kann man ja hier sehen, es gibt ja jetzt nicht mehr sozusagen zwei Ebenen, sondern die Pads, die übrigens dynamische Pads sind, sind auch gleichzeitig die Lauflichtanzeige. Das heißt also, da gibt es jetzt keinen Unterschied mehr. Und stattdessen haben wir jetzt hier eine Riesenreihe, wie soll man das sagen, global Vorwähltaster, die das wählen, was man jetzt damit machen kann. Das war vorher anders, da gab es ja die Taste hier oben, die der Spur und den Instrumenten zugewiesen ist. Und Instrumente und Spur ist bei der Electribe immer genau dasselbe. Ist nicht wie bei der MPC, wo man dann das auch noch aufteilen kann in verschiedene Sachen, also dass auf der ersten Spur andere Instrumente laufen können, sondern das ist immer exakt gleich. Das macht also das Denken darüber sehr einfach. Was neu ist, ist, dass es jetzt hier vollwertige 16 Spuren sind. Mhm. Wer die alten Electribes kennt, ich halte das nochmal so ein bisschen rein, das war nämlich so, dass man hier die Melodietracks hatte, 5 Stück, und diese hier sind Drums und man kann auch nur Drums hier machen. Man kann zwar hier tonal spielen, theoretisch über den Pitch, also man kann die automatisieren und schon Töne verschiedene machen, aber im Grunde waren es nur 5 Melodiespuren und hier habe ich quasi 16 Spuren, die ich frei... Genau, die ich frei belegen kann. Und es gibt noch was Zweites, was viel, viel wichtiger ist, dass man jetzt sagen kann, dass die auch bis zu 4 stimmig sein können pro Spur, also pro Pad. Und aber die Klangerzeugung ist 24 stimmig. Das heißt, man sollte gucken, ob das noch passt. Und es gibt sogar eine Funktion, wo man eine Priorität setzen kann für eine Spur, die auf jeden Fall vorkommen soll. Und das ist insofern wichtig oder interessant, als dass ja einige, wie ich selber das auch tue, wenn man die zur Ansteuerung externer Synthesizer benutzt, dann hat man ja hier sowas. Da haben wir hier auf der Seite einen MIDI-Anschluss, auf der anderen Seite so eine Klinke, so eine Mini-Klinke.
Die kommen hier rein, also für In und Out. Ich habe die mal hier so hingelegt. Man kann ja für jeder dieser Spuren das auch tun. Und bei 16 Spuren, vierstimmig, kann man da natürlich gewaltig mehr machen. Und was auch neu ist, ist halt, diese Spuren sind, man sieht vielleicht, es gibt keinen Akzent mehr. Und das ist jetzt einfach volle Dynamik, also die 128 Velocity-Stufen, die man so kennt. Und deswegen sind auch die Pads dynamisch. Man kann das übrigens auch getrennt hier im Menü einstellen, ob die das sein sollen oder nicht. Okay, so jetzt nochmal kurz zu den Pads. Ich habe hier ein Bild, ich habe die Maschine ja leider nicht vor mir, aber da sieht man, dass das auch beleuchtete Pads sind, die entweder rot oder blau leuchten. Ja, warum? Richtig, das sieht man ja hier auch. Das ist einfach, um zu zeigen, was gewählt ist. Im Moment bin ich im sogenannten Trigger-Modus und dann kann ich hiermit auch einfach auswählen, welches Instrument möchte ich denn hier bitteschön benutzen. Und damit du das auch in einem anderen Modus, zum Beispiel jetzt dieser klassische Sequencer, da haben wir das Lauflicht, das sieht man, was da ist. Ne? Dann siehst du, wo das Ding ist und welches Instrument da betroffen ist. Denn wenn du jetzt in dem Modus bist, das ist anders als vorher, weil du ja nicht mehr die zweite Zeile hier mit den Pads hast, okay, wo man das normalerweise sehen würde, siehst du es jetzt hier durch den Blau. Also Blau bedeutet ausgewählt beziehungsweise Lauflicht. Da haben wir hier natürlich vier Takte. Das kennt man natürlich, die Elektronmaschinen haben alle vier Takte, aber bei der Electribe ist es eigentlich ein Rückschritt. Genau, das wäre nämlich jetzt, Mick, meine erste Frage gewesen. Es ist ja mittlerweile populär geworden, dass die Welt nur noch Viervierteltakt kann und auch nur noch ein oder zwei Pattern. Und die Frage wäre jetzt gewesen, kann ich damit auch ein Siebenachtel machen? Das geht, hier kann man nämlich einen Last Step vorgeben. Ah, super. Und der kann sogar im laufenden Betrieb, das war vorher, musste man im Prinzip auch schon mal anhalten und so, kann man auch sagen, ich nehme jetzt hier einfach mal ein paar weniger, sechs meinetwegen, und dann halt nur bis zu sechs. Kann man natürlich machen. Ah, okay. Ja. Jetzt noch die übliche Non-Eric-Frage: Gibt es da eine Note-Repeat-Taste? Also was es zum Beispiel nicht mehr gibt, ist dieser supergeile Roll-Modus, der pro Step bis zu vierfach Retrigger ermöglichte. Das gibt es nicht mehr. Aber es gibt natürlich das Touchpad hier. Und da kann man dann, je nachdem, was man jetzt hier für ein Instrument wählt, das ist dieses Ding, was vorher der Arpeggiator war. Ich zeige nochmal ganz kurz. Ah, okay, da kann man das dann mit simulieren sozusagen. Ich habe hier natürlich vorher das gehabt. Einer war die Notenlänge sozusagen, die Frequenz. Und das andere die Tonhöhe, beziehungsweise konnte man vertauschen. Und hier ist es ja ein 2D-Feld, ist das so ähnlich. Es hat sich allerdings einiges geändert. Es gibt nämlich, wahrscheinlich ist das nicht sichtbar, was hier im Display zu sehen ist, jede Menge so Gator und Arpeggiator-Modes, wo dann so Muster zu sehen sind. Na, das geht ja schon Richtung Note-Repeat. Ja, also man kann hier verschiedene Muster aussuchen. Was es auch gibt, was ich musikalisch gut finde, ist, dass es jetzt so Groove-Templates gibt. Das ist ja das Thema Menü. Es gibt jetzt doch ein bisschen größere Menüs, und zwar ist das hier, das sind 25 Stück. Da kann man zum Beispiel sagen, ich möchte die 5 und die 2 zeitlich ein bisschen vor- oder nachsetzen oder so laid-back spielen oder nach vorne treibend. Also so ein Micro-Timing-Preset-Mischmasch ist das. Und dann hat man hier in Groove-Depth, kann man dann halt wählen, wie stark das sein soll, und zwar pro Spur. Mhm. Okay. Das ist neu, also das gab es vorher nicht. Okay, Tonerzeugung, wie gesagt, finde ich, sollte man vielleicht die Zuschauer bitten, einfach mal auch ein bisschen im Netz nachzugucken, weil es doch relativ komplex ist. Ja, aber es ist nirgendwo, ja gut, in meinem Test steht es, aber ich sage es mal ganz einfach, wollen wir mal die Alte kennt,
wird das meiste wiedererkennen. Es ist nur ein bisschen anders in der Art, wie die Beknopfung ist. Der LFO ist leider nicht mehr ganz so schnell und die Klangqualität ist deutlich besser. Es gibt mehr Samples und es gibt natürlich diese, wie soll man das nennen, Synthesemodelle, weil das ja jetzt sozusagen zusammengerückt ist. Du kannst sowohl Samples auswählen als auch bestimmte Synthesemodelle aussuchen. Und da ist dann, wie man hier sieht, nur noch einer da. Vorher waren das zwei. Zum Beispiel, wenn man zwei Oszillatoren nimmt und da eine FM macht, dann ist der eine die Frequenz und der andere die Intensität. Da ist das jetzt ein bisschen so mehr wie bei Klavier beim A1, dass du vorwählst, welchen Algorithmus ich sozusagen für FM nehme und dann sind dann verschiedene feste Frequenzpärchen sozusagen oder die entsprechende Frequenz hier drin. Das Mick, kann man hier einstellen, aber ja. Frage von mir wäre jetzt eine ganz doofe wahrscheinlich. Eigene Samples? Nein, das geht natürlich nicht. Das Gar hält nicht, der ne? Sampler. Das ist ja nicht, Okay, das wird bei dem okay. Sampler der Fall sein. Da würde ich davon ausgehen, dass alles, was hier als Samples jetzt drin ist, also vor allen Dingen die Synthese-Sachen alle wegfallen und stattdessen wird es dann die ganzen Samples geben. Das sind 408, glaube ich, 408 Samples und Synthesemethoden. Und die Speichergröße steht ja auch in den Daten mit drin. Das ist gar nicht so viel mehr. Das ist also gar nicht jetzt so. Also für die Leute, die unbedingt gigabyteweise Speicher brauchen, ist die Maschine vielleicht nicht perfekt. Okay, naja, Aber gut. ach so, und was noch neu ist, und das finde ich wirklich gut, ist, hier sieht man drei Filtervorwähler. Hier steht drauf Low Pass, High Pass, Band Pass. Und wenn man entsprechend oft drückt, gibt es hier MS-20, Moog, Prophet 5, Oberheim, Acid und Acid ist Roland, also 303 Filter. Und der alte klassische Electribe-Filter, das wären dann die Low Pass, dasselbe für High Pass, nur ohne Moog und für Band Pass auch. Alles klar. Ansonsten denke ich mal, ergibt sich das so. Was auch neu ist, ist, dass hier jetzt zwei für die Hüllkurve da sind, nämlich Attack und Decay Release. War ja vorher nur ein Attack, den man dann, Ah. wenn man ihn als Attack haben wollte, musste man dann die Hüllkurve umdrehen. Und so ist das hier eigentlich auch. Der LFO versteckt sich hier hinter, beziehungsweise der LFO als Hüllkurve. Ja, ich Okay. glaube, das ist, glaube ich, das Wichtigste. Die weiteren Details kann man wunderbar nachlesen bei dem gerade erschienenen Amazoner Testbericht von dir. Ja, Den zeige genau. ich jetzt hier mal. Also wer sich da jetzt noch für weitere Details synthesemäßig interessiert, sollte das hier noch nachlesen. Denn für mich ist das wichtigste Thema hier, und du hast es hier auch geschrieben, Ableton-Fragezeichen. In der Werbung wird viel von Ableton gesprochen. Was hat es denn mit diesen ganzen Ableton-Integration, Extraktion und überhaupt diese ganze Live-Geschichte? Wo siehst, das interessiert mich jetzt. Du trittst ja auch viel Ja. live auf. Und für mich wäre es wirklich mal jetzt interessant, Event Also die Recorder gibt Funktionen es, sind. Ja, entschuldige, ne, ich und habe hier. Nee. Ableton-Ausgabetool gibt es, verschiedene Sachen. Also wie verhält sich das Teil bei so einer Live-Act-Performance oder Also im Grunde Live-Performance? ist in der Hinsicht nicht so viel, man sollte jetzt nicht zu viel erwarten. Hier auf der linken Seite ist ein SD-Card-Slot und hier ein USB-Anschluss. Also neu ist, dass es halt USB gibt. USB verschickt MIDI, also das hat mit Audio nichts zu tun. Nur mal, um zu sehen, was jetzt hier so dran ist und Hauptausgänge und Mini-Klinken für Ja, alles warte mal, das andere kann ich ist hier noch hier. mal zeigen, ohne dass du was machen musst. Habe ich Ja, nämlich das hier ein ist Foto richtig. bei Korg Genau. gefunden. Da sieht man Das mal, ist die Seite, ne? Da sieht man genau, dann das den ist die Slot. Seite und hier ist die Rückseite, ne? Genau. Und da sieht man, man hat für die kleinen Volkers Sync-Ein- und Ausgänge. Das ist sehr, sehr cool. Also man kann die von da aus steuern. Und wie du siehst, die einzigen großen Klinken sind für den Audioausgang. Für den Rest hat man ganz offensichtlich einfach die Bauhöhe nicht gehabt. Also eine DIN-Buchse hätte Wieso? da Guck nicht mal, guck, nee, reingepasst. nee, 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 guck mal, Mick, das kann ich so nicht gelten lassen. Guck mal, da steht ganz groß Korg, Electribe Music Production Station hinten drauf und daneben sind zwei Audio-Klinken. Da hätte Aber man ich da auch denke nochmal mal, acht reinbauen.
schon die, weil die haben sicherlich nicht ohne Grund, also wie es innen drin aussieht, weißt du ja nicht, wie, ja, wie eng stimmt. das alles hier ist. Das hier, da ist zwar der Schriftzug dran, das bedeutet aber nicht, dass da Platz ist, oder? Ich muss mal darauf hinweisen, da sind zum Beispiel 16 Effekte drin, für jedes Pad 1. Das sind hier die Insert-Effekte und dann nochmal ein Master-Effekt, das ist also schon bedeutend mehr. Ich weiß nicht, wie die das hardware-technisch umsetzen, ob da dann entsprechend DSPs sind oder so. Natürlich, das ganze Ding ist einfach eine Software, Mann. Naja, natürlich, aber die Frage ist, wie viel Custom-Chips ja, ja, angeordnet genau. sind. Mhm. Das Gerät ist ja deutlich kleiner und flacher, übrigens auch sehr, sehr stabil. Das weiß nicht, ob man das sehen kann, aber das ist das super rock solid. Also damit kann man Menschen erschlagen, glaube ich. Ach du, das ist aber jetzt wirklich interessant, dass du das so sagst, denn ich habe ja das Gerät nicht vor mir und sehe nur dein Bild und sehe auch nur die Fotos, beziehungsweise das sind gar keine Fotos, das ist ja wie heutzutage üblich, ein 3D-Modell gerendert und da sieht das eher plastemäßig aus, so leicht und plastik. Das ist schon aus Plastik, also das ist schon aus ja. Plastik, aber wenn man das hier so mal, machen wir mal den iPhone-Biegetest, also da geht wirklich nichts kaputt, da kannst du dir sicher sein. Übrigens, dieses komische UFO-Verhalten da, das liegt daran, dass wir tatsächlich LEDs sind. Man kann den übrigens auch mit Batterien, und zwar diesen hier, kann man die auch betreiben. Das heißt, also diesmal gibt es ein Batteriefach auf der Rückseite. Das kann man hier bei dir auch sehen, hast du fotografiert, ne? Genau, damit man mal sieht, wie was für ein Verhältnis. Und das sind diese Mignon oder Mignon oder wie auch immer man sie nennt, Größe. Oh, Mignon hört sich lecker an. Und SD-Karten. Vielleicht sollten wir noch ein bisschen gucken, was hier die Performance macht und wie das alles hier geht, weil da sind ein paar Sachen dazu gekommen, was ich ganz cool finde, was sie von den Volkers und so übernommen haben oder inspiriert, ist die Step-Jump-Funktion, wo man auch ein bisschen abweichen kann vom strikten Tempo. Und das ist einfach einer dieser Zeig das Modes, mal. Ja, wenn ich jetzt laufen lasse, spielt er in dem Moment, wo ich drauf drücke, nur diesen Step. Das läuft so. Ich kann auch mehrere drücken und ich kann auch aus einer anderen Gruppe auch welche drücken und der spielt dann halt diesen Step. Es gibt auch die Möglichkeit, im Trigger-Modus nicht nur einfach die Sounds zu spielen, sondern man kann auch sagen, dass er dann die Sequenz abfahren soll. Das heißt, die können zeitlich versetzt eingeflogen werden, so könnte man das cool. sagen. Oh, cool. Aber wahrscheinlich auch im Menü sagen, dass man das haben will. Das heißt, man muss das hier festlegen, was er da machen soll. Wird das auch quantisiert, Mick? Naja, die Quantisierung hast du ja schon durch das Raster. Das ist ja ein 32. in höchster Auflösung. Das war ja vorher auch so. Das ist ja bei Lauflichtmaschinen eigentlich üblich. Im Moment ist es zum Beispiel 16. Man kann es auf 32 stellen, dann läuft es ja doppelt so schnell. Um eine höhere Auflösung zu erhalten. Wie gesagt, ich habe nicht mehr diese Roll-Modes. Damit konnte man dann sogar noch schnellere Sachen machen und so den Eindruck, also gerade für Drum and Bass, Jungle, Jazz und so, hätte man da ein bisschen mehr. Also das finde ich sehr schade, dass das nicht mehr da ist. Mhm. Da muss man sich so ein bisschen mit Delays und mit dem Arpeggiator helfen, um das sozusagen wieder hinzukriegen. Das geht scheint schon, sich jetzt aber in Japan so zu etabliert zu haben, dass wir nur noch 4/4 Takt können. Ja, 4/4, wie gesagt, kann man ausbrechen und vor allen Dingen kann man es im Live-Betrieb ändern. Das ging bei der alten Tribe ja nicht. Du hast ja hier auch noch, kannst du die Signatur und die Skalierung noch ändern. Es gibt ja auch mittlerweile noch viel mehr für das Keyboard-Spiel, also wenn ich auf Keyboard stelle. Naja, ich sollte vielleicht. Dann hättest du eine chromatische Tastatur, ja? Eine kroatische. Kroatische.
Wunderbar. Dann kann ich hier dieses so spielen. Und zwar auch polyphon. Ihr müsst mir das etwas vergeben. Ich höre das immer so zeitversetzt. Das ist das irgendwie schwer, da was wirklich Musikalisches zu machen. Das liegt jetzt an unserer Aufnahme, wie wir das hier machen. Ja. Also das funktioniert. Und es gibt auch ein Chord Memory. Ne, da kann man dann halt hier Akkorde spielen direkt. Also ich denke mal, das kennt man auch vom Alpha Juno oder so. Ne? Das ist nichts Neues in dem Sinn, aber für die Electribe ist es neu. Und es gibt auch jetzt so einen Erase-Modus, der ist eigentlich so wie bei der MPC. Das ist cool. Du hältst das so lange, bis das weg ist, was du haben willst. Und dafür brauchst du sehr dringend die Angabe, was du löscht. Denn das Part-Erase gilt für das, was du wählst. Das, also an der Stelle kannst du dann exakt da was rauslöschen. Das ist, das ist gut. Innerhalb des laufenden Prozesses ganz cool. Und natürlich gibt es den ganz normalen Lauflichtsequenz. Das ist sicherlich nichts Besonderes. Was nicht geht, ist also diese Tasten dynamisch zu spielen. Die leuchten normalerweise in der Helligkeit, wie du sie benutzt. Also wie du sie spielst, das geht halt nur in Echtzeit, also wenn man normal einspielt. Und bisher kenne ich eigentlich nur die Analog-Rhythm, die das kann. Also dass das der Step-Modus auch quasi die Dynamik übernimmt von den Pads. Das ist nämlich eigentlich auch eher unüblich, aber ja, sollte man vielleicht sagen. Alles klar. Jetzt muss ich leider nochmal auf diese Ableton-Nummer zurückkommen, weil das war, das war ja in der Werbung groß nach vorne gestellt. Fand ich interessant, dass man da so auf ein Produkt sich so eingelassen hat. Hier wird das Ableton-Ausgabetool dann doch zu einer guten Hilfe, schreibst du. Warum, weshalb, wieso, was bringt das? Ja, das ist deswegen, weil wir haben ja keine Einzelausgänge und da ist das ganz sinnvoll, dass es hier eine Möglichkeit gibt, im Data Utility Menü kann man das machen. Du kannst sagen, gib dieses Pattern zum Beispiel, gib das bitte für Ableton oder als WAV-Sammlung aus. Und für Ableton ausgehen ist eigentlich nur die Möglichkeit, dass du halt so ein ALS-File bekommst und ja 16 einzelne Audio-Files. Mhm. Das heißt also, du spielst den komplett aus. Und das speicherst du dann hier auf die Karte. Ne, die steckst du da rein und du machst Save. Und dann dauert das auch eine gewisse Zeit. So. Mick. Hier, Export Pattern. Das habe ich doch richtig verstanden, dass ich im Prinzip mit der Ableton Export Tool die Sachen, die in der Maschine drin sind, schon vorgefertigt als Live-Set in Ableton dann einladen kann. Es macht so, also um es ganz genau zu sagen, das Pattern, was du jetzt anwählst, also jetzt in Export Audio, ist im Prinzip so eine Art Bounce-Funktion mit einzelnen Spuren. Ich sage, sag, welches soll es denn sein, Ableton oder WAV-File, dann drücke ich OK, dann steht hier eine Weile Working und dann hast du auf deiner Karte danach 16 Audio-Files und sozusagen den Song. Dann, und es gibt aber noch einen zweiten Dings, und da ist diese Ableton-Ausgabefunktion genauso drin. Es gibt nämlich eigentlich keinen Song-Modus und eigentlich irgendwie doch. Und das ist das, das ist das hier hinten. Das nennt sich Event Recording. Und mit Event Recording macht auf digitale Weise, also quasi wie eine Automation, nimmt dann einfach alles, übrigens nur auf die Karte. Das geht nicht in die Maschine, sondern immer nur direkt auf die Karte. Oh. Alle Bewegungen, Patternwechsel, alles, was man hier fummeln kann, geht dann auf wie die Karte. Wie eine Performance echt. Quasi, eine Performance. Genau, das ist eine Performance. Oh, cool. Und diese Performance wird dann, leider kann ich den Screen hier nicht zeigen, in Ableton übernommen. Das heißt, du hast deine Clips, ne? Wenn du hast du dann deine erste Reihe Clips, zweite Reihe, dritte Reihe, die jeweils in Patterns sortiert waren, wenn du in diesem Modus aufnimmst. Darf ich? Das heißt, du kannst schon eine komplette Performance aufnehmen.
Laden und speichern. Und dieses Ausspielen, das dauert allerdings, ich glaube, das dauert so lange, wie das sozusagen einmal Ausspielen auch dauern würde. Also es schien mir relativ lang. Und bei dem Pattern ist das halt genauso. Du kannst, also das ist der, du kannst, ach so, um das deutlich zu sagen, es sind keine MIDI-Daten, die da ausgegeben werden, sondern wirklich das Audio-File, was dann hier auf dieser Karte landet, und die steckst du dann in deinen Rechner hier rein und lädst sie dann von da aus. Jetzt muss ich dazwischen hacken. Jetzt muss ich dazwischen hacken. Ja. Hört sich erstmal super an, aber in dem Moment, wo du das erklärst, denke ich, das ist doch falsch rum. Viel geiler wäre es doch. Ich habe mal einen Ableton-Song mit Audioclips drin, speichere den, stecke den mit der SD-Karte in das Electribe und kann dann auf den mit den Live-Funktionen der Hardware, also meinen Ableton-Song spielen. Das wäre in der Tat cool, und ich würde es noch geiler finden, wenn das Tolle an der Maschine ist ja der Sequencer. Das heißt, also wenn ich jetzt hier mit dem Sequencer MIDI-Daten zum Beispiel hier über USB mit irgendeinem Spezialformat mit Ableton hin und her schicken könnte. Und das ist, glaube ich, das, wo wahrscheinlich die meisten dran gedacht haben, als sie das gelesen haben. Ja, eben. Aber es ist eben einfach eine Audio-Export-Funktion, die zwar tatsächlich Arbeit spart, weil ich mach gerade hier Songs. Und ich muss hier natürlich alles muten, eine Spur aufnehmen, nächste Spur frei wieder aufnehmen. Diese Arbeit wird einem da erspart. Okay. Aber also die Arbeit des Ausbouncens, des Ausrenderns sozusagen. Aber es gibt nicht sowas wie eine hyperintelligente, supersmart Geschichte, die irgendwie tatsächlich interaktiv mit Ableton arbeitet, was man vielleicht meint, was da, also ich hätte da jede Menge Ideen, wie das sein könnte, oder was man da machen könnte. Du kannst natürlich die Controller hier benutzen, weil das sind ganz normale Standard-Controller. Die sind übrigens jetzt fest. Die sind bei der alten Electribe, waren die noch frei, jetzt sind die fest definiert. Hat natürlich Vor- und Nachteile. Also der Vorteil ist, du weißt immer, wo sie sind. Also du könntest dir ein Template bauen, um irgendwas damit zu steuern mit den Knöpfen und so. Aber du kannst jetzt nicht sagen, ich sequenziere irgendwas. Du kannst natürlich, was du machen kannst, ist per USB in Ableton einfach was synchronisieren, also was anspielen, einen Software-Synthesizer oder sowas von hier aus. Das geht natürlich. Jetzt noch die Frage zu vierstimmig. Zur Synchronisation nach außen. Ich habe bei dir gelesen, kein Song Position Pointer wird geschickt. Synchronisation kann aber über USB funktionieren. Das ist quasi im Prinzip eine MIDI-Clock-Verbindung. Ja, richtig. Und das ist auch sehr, sehr konsequent, denn diese Korg-Anschlüsse, diese beiden hier, sind, also so denkt auch die Maschine. Also diese beiden Sync-Aus- und Eingänge, ne, da, der dritte und vierte von den kleinen sind das, Sync in und out, sind ja im Prinzip die Volca-Sync-Ein- und Ausgänge. Übrigens kann man da auch ältere Drum-Machines vielleicht dran hängen, weil die Tick, man kann sagen, ein oder zwei Ticks nimmt er als Timing. Und er kann auch als von einer solchen, also über diesen Sync auch gesteuert werden. Das heißt, ging das jetzt hier? Ich habe hier so einen Metronomausgang. Ja, das müsste ich vielleicht. Da könnte ich dann da rein in die Electribe. Ja, das würde ich wirklich mal ausprobieren. Das müsste gehen, ne? Also ich weiß natürlich nicht, was aus der genau für ein Signal rauskommt, aber ich denke, 5 Volt Pulse müsste eigentlich gehen. Ich meine, man müsste mal gucken, ob das passt von der Geschwindigkeit. Das ist das eigentlich Wichtige noch bei den analogen Sachen. Das klickt ja dann auch, ist im Prinzip ja dasselbe wie MIDI-Clock, nur in analog. In Strom. Und da haben wir dann hier die Möglichkeit, eben auch so eine Ladung Volcas zu nehmen als Trigger-Input. Das geht für USB, das geht für die Volca-Sachen, also Analog-Sachen. Und wahrscheinlich ist so ein Teil des
Designs vielleicht auch so, denn diese beiden Sync-Ein- und Ausgänge sind ja im Prinzip auch Einzelausgänge. Also vielleicht hat man gedacht, gut, wir haben die Basis-Hardware und dann machen wir jetzt das. Klanglich ist ja sehr viel passiert, also von daher ist das auf jeden Fall eine bessere Klangerzeugung, die auch mehr Druck so von unten her hat. Das sollte man auch sagen, weil ich finde, da ist sehr viel passiert. Diese Röhre Mick. ist weg, man hat ein anständiges Netzteil, was man auch mal in den USA kaufen könnte, notfalls, wenn mal was kaputt geht. Und hat nicht so einen komischen Spezialklotz mit so einem komischen Super-Spezialstecker, den die vorher hatten. Mick, Ne? jetzt sind wir mehr oder weniger, finde ich, durch, was die Maschine Okay. so kann. Von dir würde ich jetzt gerne noch kurz für alle die jetzt die erste Maschine kennen, einen Tipp geben, was sie erwartet, wenn sie über das Upgrade nachdenken und sich jetzt die neue holen. Sagen, hey, ich fand das super, ich bin ein Electro-Abuser, alles super, klasse, toll. Verkaufe ich jetzt meine alte, hole mir die neue oder die noch dazu? Also wie ist so das Spannungsverhältnis, wenn du uns das nochmal so als kleine Zusammenfassung zum Ende erklären kannst, wo siehst du die neue gegen die alte zum Beispiel? Also das ist wirklich ein totales Feature-Ausfechten. Und jetzt sollte man als Musiker unbedingt einfach mal gucken, was einem da am wichtigsten ist. Ich würde sagen, das Augenscheinlichste ist natürlich, dass jetzt 4 Takte statt 8 da sind. Das ist also ein Rückschritt. Dann die Roll-Funktion fehlt. Rückschritt. Demgegenüber gibt es aber Dynamik, was ich sehr vermisst habe. Also da geht jetzt und vor allen Dingen die Polyphonie und die Freiheit der Stimmen. Also du hast nicht nur 5 Melodiespuren, sondern wenn du willst, kannst du eben 16 Melodiespuren machen. Also zum Ansteuern ist das wahrscheinlich im Moment der coolste Sequencer, den man so kriegen kann. Mir wäre es natürlich auch lieber, hier gäbe es jetzt 8 oder 16 Längetaster. Das wäre natürlich noch besser. Aber die Röhre Und vermisst du nicht, ne? nee, das vermisse ich nicht. Die war sowieso nie besonders toll eingebunden. Die ist nämlich nur, das ist nur so ein Intensitätsregler und dann ist die halt mit drin. Und der alte Sound ist ja so ein bisschen aggressiv, so ein bisschen spitz, finde ich. Oder so ein Ja. bisschen, also es gibt so Menschen, die dann sagen, ja, das klingt nach Kork und damit meinen sie eigentlich das. Also so, dass man, das stimmt auch, das hört man Trotz durchaus Röhre, raus. was ja genau Das das ist jetzt Gegenteil nicht mehr bewirken der Fall. sollte, Und ne? das finde ich, also klanglich ist das auf jeden Fall besser geworden. Ah, Das klar. ist ja aus dem King Kork, da machen sie ja auch sehr viel Werbung für, übrigens ein sehr unterschätzter Synthesizer, finde ich. Haben sie diese Engine quasi entnommen, aber nicht eins zu eins. Also es ist halt keine volle Engine, sondern es ist ein Oszillator, ein Filter. Modulation. Ist also so, es ist immer noch von der Struktur ist, es ist sehr, sehr ähnlich. Also das Einzige, was da nicht mehr so ist wie vorher, ist, dass der LFO nicht mehr ganz so schnell geht. Der geht nicht mehr in die Audiogeschwindigkeit, was mein Ding ist. Also ich habe das immer gerne gehabt. Kann man sich mal fragen, ob man das braucht für die eigene Musik, weil das ist halt auch nicht mehr so. Ja, die Dynamik und die Polyphonie, finde ich, ist das, was für diese Maschine spricht. Alles Und klar. die Effekte, du hast halt pro Pad einen individuellen Effekt. Und die Qualität der Effekte ist natürlich besser, die klingt halt mehr nach Radias und Chaos Pad 2 und so. Und nicht so wie die alten, da ist ja das, was da so Reverb heißt, eher so Alles Shepper-Generator. klar, gut. Mick, dann brauche ich jetzt von dir noch zum Abschluss deine Wertung auf dem persönlichen Musometer, deinem. Alle wissen ja, dass ich die Electribes liebe, aber 5 kann ich nicht geben, wegen dieser 4 Takte. Also muss ich dann doch auf 4 zurückgehen. Also 5 kann ich dann nicht geben. 4 von 5 Punkten ist auch immer noch ein sehr gutes Ergebnis. Was kostet das Ja, Ganze? das sind 400, also 399 Euro. Das sind so 150, 160 weniger als beim Vorgänger. Die hat ja 555 gekostet, so eine, und die hier jetzt 399. Ist also und das ist schon ein Kampfpreis. Ich glaube, einen Sequencer, Performance-Sequencer zu finden, ist gar nicht so einfach für den Preis.
Super. Das Deckchen. Ich habe geguckt, ist noch nicht erhältlich, muss aber jetzt in Kürze kommen. Und du musst das Ding zurückschicken gleich, ne? Erstmal das Testgerät. Ja, leider. Ja, klar. Aber da wird, also es kommen dann wieder welche und dann geht's auch los. Und der Electribe Sampler kommt ja auch, ist ja schon Tradition, dass der etwas später kommt, weil es auch schon gesehen. War schwieriger oder so. Da wird natürlich die Mimik dabei sein, Samples irgendwie einzuladen. Das schätze ich mal, wird so ähnlich sein wie bisher, dass man die eben von der Karte irgendwie reinlädt und so weiter. Die Frage ist aber, wie es genau umgesetzt ist, also wie das hier in der Synthese ist. Ich habe immer gerne so einen Trick genommen, das ist aber sehr speziell, das habe ich auch in dem Test geschrieben mit dieser Granular-Effekt-Geschichte. Also es gibt keine Granular-Sachen, aber mit der Roll-Funktion könnte man so ein bisschen tricksen, so mit dem Sample-Start und so. Ob das bei der neuen geht, weiß ich nicht. Das erfahren wir ja dann. Ja, das kann man dann noch. Da warten wir drauf. Wir freuen uns immer auf neue Produkte. Ich sage jetzt erstmal vielen Dank, Mick, dass du für uns die Electribe 2 angecheckt hast von Korg. Vielen, vielen Dank. Jo. Dann bleibt mir noch. Mit überbehalten müssen wir dann noch. Ja, auf jeden Fall. Und ich sage nur: Make more music mit Musetalk. Bis zur nächsten Sendung hier auf diesem Sender. Tschüss. Tschüss.